Und Kleider, die schön bei Frauen so kurz sind, so Hälfte Oberschenkel, die sind bei mir zu kurz. Ja. Warum müssen Männer längere Oberkörper haben? Was ist da der Sinn? Im Prinzip sind das die, die tatsächlich unter meiner Vorstellungen Crossdresser oder Transgender sind. Einerseits, weil sie Rat und Hilfe und Unterstützung bei mir suchen und andererseits den Ausbruch aus der starken Männerdomäne als Ausgleich, als Balance für sich selbst hier suchen. Und das findet hier halt bei Schwesternzeit, genauso wie wenn man mal rausgeht, mit Hilfe meiner Unterstützung im begrenzten Rahmen statt. Durch und hab dann die Augenbrauen in einer schönen Form, sodass man auch noch als Mann auf die Straße Ich kann. fühle mich halt wirklich zu 100% als Mann. Es ist allerdings für mich auch keine Verkleidung, dass ich sage, ich habe jetzt Lust, mich als Frau zu verkleiden, sondern ist halt wirklich, es ist schon in mir drin, dass ich schon, jeder Mann hat wahrscheinlich so eine weibliche Seite in sich. Bei mir ist sie halt etwas mehr ausgeprägt. Und einfach diese ganze Verwandlung, so rauszugehen, ganz anderen Blickwinkel auch mal auf meine Ja. eigentlichen Geschlechtsgenossen zu Wie haben, kann man das? beziehungsweise halt auch so als Frau wahrgenommen zu werden, ist schon sehr interessant. Wirklich, glaube, das ist Aber besonders. ansonsten bin ich da eigentlich ganz normaler Mann, der halt das liebt, als Frau auch mal zwischendurch durchs Leben zu laufen. Also ich beginne mit meiner Schwester damit, dass ich mir zuerst angucke, was sie an Kleidungsstücken da hat oder welche Kleidungsstücke sie sich aus dem Fundus aussucht. Darauf stimmen wir eigentlich die Frisur ab. Und nachdem diese beiden Dinge, mit denen man sich dann zeigen möchte oder Frau sich zeigen möchte, festgelegt hat, mache ich das entsprechende Make-up. Das ist im Prinzip so der grobe Plan. Koteletten. Und hat er denn oben dann hier ein Haar, da ein Haar und hat er auch teilweise längeres? Ich mag das nicht. Wenn man als Mann so ist, dann braucht man oftmals doch jemanden, der einen an die Hand nimmt und da reinführt und einem zeigt, wie was funktioniert, wo kriege ich was und einem auch mal ein bisschen Mut zuspricht und mit einem so rausgeht. Was wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich ist, gerade weil viele doch im stillen Kämmerlein sich verschanzen und so die Möglichkeit bekommen, doch mal sich auszuleben außerhalb ihres eigenen Zimmers. Ja, also bei mir hat das ja alles mit den High Heels wirklich angefangen in der Pubertät damals. Ich fand das selber schon erstmal wirklich teilweise echt befremdlich. Ich habe das einerseits genossen und gleichzeitig danach dann aber gedacht, wenn ich das wieder ausgezogen hatte, dachte ich so, was machst du da eigentlich? Das ist doch eigentlich, du bist doch ein Mann. Männer machen sowas doch eigentlich gar nicht. Und ich habe für mich damals beschlossen, als ich zu Hause ausgezogen bin, ich werde mich nicht verstecken. Zu Hause ist mein Reich. Und wenn da welche hinkommen und sehen da meine Perücken und meine Schuhe stehen, dann wissen die sofort, was Sache ist. Das ist auch gut so. Und ich möchte dann halt für mich später nicht sagen, ach, wenn ich später alt bin, hätte ich damals bloß. So, deswegen, man soll sich ausleben, man soll sich irgendwie öffnen und ein schönes Leben damit haben. Das ist nichts Schlimmes, man ist nicht pervers, man macht ja nichts Schlimmes. Ich habe mich schon oft geschminkt gesehen, aber so und dann noch in so einem Outfit noch nie, und gerade das war auch immer ein Traum von mir, mal in so einem pompösen Outfit auch mal mich als Frau zu sehen. So. Also Wahnsinn. Ich bin sprachlos, also es ist echt Hammer. Also ich mache ein bisschen Schluss ab, ich mache ein bisschen Ganzkörper. Nicht zu viel, weil dann, das ist halt, das Modell verwirrt. Dann, genau, aber Mund auf ist gut, sehr schön. Ja, gefällt mir sehr gut. Ein bisschen Nahaufnahmen. Genau, schön, sehr schön. Lächeln, gib mal ein Lächeln. Klasse. Nochmal. Ja, genau. Das ist es. Genau, das ist es. Ja, genau, kokettiere so ein bisschen. Guck Karin halt. Und der dreht den Kopf zu Karin und die Augen dann zu in die Kamera wieder zurück.